Aber er hat es mir dann beschrieben. Also die Spitzen nimmt er so weg. Er wird nicht mehr so wütend, er ist mehr bei sich. Man könnte auch sagen, mehr so in diesem archetypisch weiblichen Pol. Und das Fasten ist ja eine wirklich sehr dem archetypisch weiblichen zugeneigte Geschichte. Also das Machen, das Tun kommt so in den Hintergrund. Es ist mehr so das Aufnehmen, das Geschehen lassen. Ja, so wie beim Atmen, ne? Mehr der Ausatemseufzer, das Loslassen. Welche Auswirkungen hat denn Fasten auf das Gehirn? Da kommt man jetzt nicht unbedingt direkt darauf, außer vielleicht, dass man denkt, okay, ich habe dann keine Energie und mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Aber was gibt es da so für Zusammenhänge? Die Wirklichkeit ist ja ganz anders. Also die Wirklichkeit ist ja so, diese 74 Bücher, von denen ich da spreche, so ein bisschen undeutlich, weil ich manche auch mit anderen geschrieben habe. Also die habe ich immer nüchtern geschrieben. Und ich meine jetzt nicht alkoholnüchtern, das sowieso, sondern nüchtern vom Essen her. Also da gibt es halt Studien dazu. Unser Hirn funktioniert laut dem amerikanischen Neurologen David Perlmutter 25% besser auf Fettstoffwechsel als auf Glukosestoffwechsel. Und beim Fasten bist du ja nach einer Nacht, da ist das Glykogen verbraucht, bist du auf Ketose sozusagen. Du hast nur noch eigenes Fett, bisschen Eiweiß. Wenn du dich bewegst, wird es aber nicht abgebaut. Also du bist rein auf Fettstoffwechsel und das ist fürs Gehirn sehr, sehr gut. Also es ist noch eine gute Vorbeugung vor neurodegenerativen Krankheitsbildern, so wie Alzheimer, Parkinson, MS und so weiter. Also und klar, ich meine, Ernährung, Trinken beeinflusst ja unser Hirn. Also der totale Gegenpol beeinflusst natürlich auch unser Gehirn. Und es ist richtig, wenn du es nicht gewohnt bist, den Umstieg vom Normalmischkostsystem auf Fettstoffwechsel, dann kann der Einstieg ein bisschen holprig sein. Aber es dauert längstens 3 Tage. Ist halt auch überhaupt nicht mehr so, wie es mal früher war. Da war es ja wirklich anstrengend. Also durch den grünen Smoothie ist der Mundgeruch weg, du musst keinen Einlauf mehr machen, du nimmst diese Aprikose aus China und da hat sich vieles wirklich erleichtert, verbessert. Und eigentlich kann ich von mir sagen und von vielen Teilnehmern, ich habe beim Fasten bessere Ideen, klarere Ideen, kann besser denken, auch beschwingter, gibt ja sogar die Fasten-Euphorie und so weiter. Ich meine, dieses Fasten-High, was Wikipedia beschreibt, ist Quatsch. Also das ist ganz was anderes. Endorphine sind ganz was anderes. Aber Wikipedia verzapft ja fast lauter Quatsch im Bereich Komplementärmedizin und Spiritualität. Das ist ja eigentlich kein Lexikon, sondern eine Hilfsorganisation. Für diese beiden Bereiche, 95% der anderen, mag es ja anders sein. Also diesbezüglich fühle ich mich beim Fasten sehr viel besser und höre das auch von ganz vielen Patienten, weil einfach so viel schief geht, einerseits im Darm und andererseits so eine Ruhepause, wo ja vieles runtergefahren wird, wie der immerhin doch über 10 Meter lange Darmtrakt. Du kommst ja unter so einen Einfluss. Patient hat mal gesagt, das Fasten bei ihm, das ist für mich besser als mein Beta-Blocker. Den hat er auch gerade weggelassen. Nun finde ich einen Beta-Blocker ja nichts besonders Gutes, aber er hat es mir dann beschrieben. Also die Spitzen nimmt er so weg, er wird nicht mehr so wütend, er ist mehr bei sich. Man könnte auch sagen, mehr so in diesem archetypisch weiblichen Pol. Und das Fasten ist ja eine wirklich sehr dem archetypisch weiblichen zugeneigte Geschichte. Also das Machen, das Tun kommt so in den Hintergrund. Es ist mehr so das Aufnehmen, das Geschehen lassen. Ja, so wie beim Atmen, ne? Mehr der Ausatemseufzer, das Loslassen. Der Einatemseufzer macht dich so gespannt. Der Ausatemseufzer ist so ein großes Loslassen. Und ich muss sagen, ich genieße das sehr. Ich habe zweimal auch 40 Tage gefastet, diese christliche Fastenzeit. Das bringt dich dann schon auch bewusstseinsmäßig in verblüffende Zustände in der Meditation, in spiritueller Hinsicht. Also wenn du am Ende einer Atemwoche, am Ende einer Fastenwoche, von denen ich ja viele gebe, eine Atemsitzung machst mit dem verbundenen Atem, was ja sowieso auch Einfluss aufs Bewusstsein hat, dann ist es beim Fasten noch ein viel tieferer Effekt. Und abgesehen davon ist ja klar, dass Ernährung natürlich aufs Bewusstsein
beeinträchtigen kann. Fördern müssen wir mal drüber reden, ist auch eine Möglichkeit, aber auch beeinträchtigen kann, das sagt sogar der Volksmund. Ein voller Bauch studiert nicht gern. Dreh's mal um. Ein leerer Bauch studiert gern. Also es ist schon so, beim Fasten, Lesen geht mir schneller ein. Und ich bin eh schon ein schneller Leser, glaube ich. Aber beim Fasten ist nochmal was anderes. Da wird nicht nur das Gewebe sauberer, sondern auch der Geist klarer. Und das ist eine ziemlich deutliche Geschichte. Ja, also eben diese, was man so Fasten-Euphorie nennt. Du hast ja nach 6 Stunden Nicht-Essen immer diesen Output von somatotropen Hormonen. Heute sagt man HGH, Human Growth Hormone. Die Amis das auch verstehen. Gut. Also dieses Wachstumshormon, das macht so eine aufgeräumte Stimmung, wie man es ja vom Fasten auch kennt. Gehen wir es an, packen wir es an. Also es ist wirklich eine gute Zeit auch für Neuanfänge. So als Brainstorming. Ich habe sogar eine Firma, da kam erst die Frau vom Chef und dann kamen sie beide und jetzt kommt der innere Kreis, also so die obere, die kommen zum Fasten und machen hier Brainstorming. Ich meine, das ist das Fasten so gebraucht als Zweck zu. Ich fände noch schöner, wenn es spirituell wäre. Aber gut, die machen das so und das ist etwas, was ihnen wirklich offenbar viel bringt. Also da gibt es viele, viele Auswirkungen. Merkst schon, da kann ich unendlich reden. Begleite das ja auch über 40 Jahre. Ja, wenn wir jetzt auf die neurodegenerativen Erkrankungen schauen, wie zum Beispiel Alzheimer, Parkinson, Demenz, gibt es da auch wirklich feste Beweise, dass Fasten helfen kann? Oder gibt es Beobachtungen, wo du auf jeden Fall feststellen konntest, dass es da positive Auswirkungen gibt? Es gibt beides, Gott sei Dank heute. Also Beobachtungen habe ich schon lange, aber es gibt auch inzwischen Beweise. Also Alzheimer-Demenz können wir mal zusammennehmen. Die meisten Demenzformen sind Alzheimer, über 90%. Parkinson ist nochmal was anderes, das ist ein anderer Teil des Gehirns betroffen, die Substantia nigra. Und beim Alzheimer und Demenz ist es dann der Hippocampus, eine andere Region einfach. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass wenn du fastest, das besser wird. Da habe ich eine eigene Erfahrung gemacht vor, ich glaube, das ist 30 Jahre her. Da hatte ich eine Patientin, die kam regelmäßig zu beiden Fastenkursen im Frühjahr und Herbst. Die schließen sich so immer aneinander an, dann kannst du 16 Tage fasten. Und dann hat sie mich angerufen und gesagt, sie kann schlecht kommen, weil ihre Mutter ist jetzt bei ihr und die hat Alzheimer. Noch nicht so schlimm, aber immerhin. Und sie findet niemanden, der sie betreut und so weiter. Ja, habe ich gesagt, kann man halt nichts machen. Und dann rief sie aber wieder an, ob sie die Mutter nicht einfach mitbringen könne. Dann habe ich gesagt, naja, also da müssen Sie aber schauen und auf sie aufpassen. Ich kann nicht zu 70 fasten, bin jetzt noch einen Alzheimer-Patienten betreuen, der vielleicht irgendwie sich aufmacht in die neue Welt oder so. Und sagt, nein, ist noch nicht so schlimm. Und ja, sie schaut auf sie. Gut, hat sie mitgebracht. Es war in Olstadt und das Hotel war ein bisschen außerhalb des Ortes. Und dann stellten wir fest, dass das Hotel, weil wir eh schon 75 Leute waren, komplett die Küche geschlossen hat und einfach nur Fastentees angeboten hat. Jetzt war aber die Dame da, die Mutter, wie also die ernähren? Die waren mit dem Zug angereist, also schwierig irgendwie. Naja, irgendwann haben wir dann überlegt, lassen wir sie einfach mitfasten. Weil was soll bei Alzheimer schon passieren? Das kann ja nur, das wird ja immer nur schlimmer, sagt uns ja die Schulmedizin, was auch ein ziemlicher Quatsch ist, ehrlich gesagt. Aber wusste ich damals nicht besser. Gut, die hat mitgemacht und es war tatsächlich so, dass schon die Kursteilnehmerin sagte, also eigenartig, der Humor kommt wieder zurück, sie macht wieder Witze wie früher. Und im zweiten Kurs hat die mitgemacht, die Mutter auch. Und war völlig in der Lage dazu. Und es ist deutlich besser gewesen, hat die Kursteilnehmerin gesagt, ihre Tochter. Und im Endeffekt rückwirkend betrachtet, ja klar, Fasten eben ketogene Ernährung, ideal fürs Gehirn bei Alzheimer, bei Demenz. Weil was ist Alzheimer-Demenz? Ich habe mal ein ganzes Buch drüber gemacht. Das Alter als Geschenk. Also bei Alzheimer ist eigentlich ein Typ-3-Diabetes. Dann kann nicht nur der ganze Körper von den Zellen her kein Glucose mehr aufnehmen, sondern auch das Gehirn nicht mehr. Das Gehirn lebt schon ganz wesentlich auch von der Glucose. Die Muttermilch, Galaktose, also das ist schon deutlich. Aber wenn wir es dann so zuschütten mit Glucose, mit Zucker, grob gesagt,
dann kann es irgendwann nicht mehr. Das ist dasselbe wie bei Typ-2-Diabetes. Ja, früher haben wir dazu gesagt, Altersdiabetes. Warum? Weil die Bauchspeicheldrüse erst im Alter erschöpft war, in der Regel. Inzwischen haben das bei uns Jugendliche und USA, erlebe ich das sogar bei Kindern. Also wir haben Altersdiabetes mit 8 Jahren. Das heißt, der Kleine hat schon mit 8 Jahren so viel raffinierte Glucose zu sich genommen, dass die Bauchspeicheldrüse schon erschöpft ist. Der ist auch wie eine Kugel, ehrlich gesagt. Ja, also wir sagen dick dazu, aber das ist jetzt nicht im deutschen Sinne dick, das ist kugelig. Unglaublich, dass ein Kind so viel wiegen kann. Naja, da gehen wir immer mehr hin. Die Insulinresistenz ist eigentlich gut zu verstehen. Wenn die Zellen so viel Zucker bekommen haben, Glucose, und insbesondere den raffinierten, weil der geht sofort ins Blut, dann gibt es einen riesen Anstieg an Insulin und das Insulin schafft die Glucose in die Zellen. Jetzt aber, wenn die Zellen keine Glucose mehr wollen, weil sie schon so unter Glykierung, nennt man das, leiden, alles ist schon verzuckert da drin, die wollen keine Glucose mehr, dann machen sie einen Streik und lassen die nicht mehr rein. Was macht der Körper mit seinem Rückkopplungsmechanismus? Er produziert mehr Insulin über die Bauchspeicheldrüse, um es doch noch reinzudrücken. So, und dann schaukelt sich das auf, immer mehr Insulin, immer mehr Streik. Und zum Schluss hast du relativ hohen Insulinspiegel, der nichts mehr bewirkt. Und dann bricht das System irgendwann zusammen. Dann kann die Bauchspeicheldrüse, beziehungsweise diese langerhanschen Inseln in der Bauchspeicheldrüse, die dafür zuständig sind für die Insulinproduktion, die können dann nicht mehr.